Die unvermindert harten Abwehrkämpfe an der Ostfront stehen im Zeichen des beginnenden Winters. An diesem Graben sind schon zahlreiche bolschewistische Angriffe zerschellt. Im Djeperbogen, deutsche Panzerkräfte Gegenstoß vor. Unsere Grenadiere vollbringen hier ungeheure Leistungen. Im Schlamm arbeitet sich eine Gruppe unter dem Donner der Geschütze und dem Heulen der Werfer nach vorn. In den Löchern und Gräben unmittelbar am Feind trotzt die harte Kampfgemeinschaft unserer Soldaten dem immer wieder anstürmenden Feind. Im Widerstandswillen des Einzelkämpfers, des Gruppenführers und Zugführers liegt oft die Entscheidung für einen ganzen Abschnitt. Hier belohnt ein Kompanieführer die besondere Leistung eines Gruppenführers durch die Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse. Das Gesicht des deutschen Soldaten ist hart geworden. In den Brennpunkten der Schlacht greift die Luftwaffe ein. Ein starker Stuka-Verband zerschlägt sowjetische Durchbruchsversuche im Raum von Nevel. Die Einschläge liegen in den feindlichen Bereitstellungen. Im gleichen Kampfraum wird eine wichtige Höhe im Sturm genommen. Geschützfeuer bereitet den Angriff vor. Sturmgeschütze, Panzer und Grenadiere in Bereitstellung. Die Grenadiere stürmen unter dem Feuerschutz der schweren Waffen. Die Stellung des Feindes ist erreicht. Überlebende Bolschewisten werden gefangen genommen. Von der neu gewonnenen Höhe aus wird der Gegenstoß in das Vorfeld weitergetragen. Nach der Einnahme von Leros und Samos. Die weiße Fahne der Kapitulation weht noch über der britischen Zitadelle von Leros. Zerstörte Schiffe, vernichtete Fahrzeuge und tote Briten zeugen von der Härte des Kampfes. Unsere siegreichen Soldaten lesen den Bericht über ihren Erfolg.
Eichenlaubträger Generalleutnant Müller leitete die Operationen im Dodekanes. Auf der Insel Samos. Diese Fässer sind mit dem berühmten Samos-Wein gefüllt. An Ort und Stelle schmeckt er besonders gut. Auch die Früchte der Insel sind bei unseren Soldaten sehr beliebt. Die auf Leros gefangen genommenen 8000 Briten und Badoglio-Anhänger werden abtransportiert. Die Gefangenen werden verladen und auf das griechische Festland gebracht. Sie hatten sich ihre Ankunft in Athen etwas anders gedacht. Leichte deutsche Seestreitkräfte laufen aus einem Stützpunkt an der Atlantikküste aus. Bei der Ausfahrt wird der Verband von britischen Flugzeugen angegriffen. Im Hintergrund stürzt eine brennende Maschine ins Meer. Die Abschusstafel an der Bordwand. Der Auftrag des Verbandes lautet: Sicherung eines Geleits. Sicherungsfahrzeuge haben das Geleit erreicht. Sperrballone werden hochgelassen. In einem Stützpunkt der Luftwaffe starten Wasserflugzeuge. Sie verstärken den Schutz des Geleits. Zeichen an die Schiffe. Feindliche Flugzeuge im Anflug. Die Gefechtsstationen werden besetzt. Der Feind gerät in außerordentlich starkes Abwehrfeuer. Wassersäulen der Einschläge liegen teilweise hart neben unseren Schiffen. Auf einem Begleitfahrzeug. Eine Bombe ist ganz in der Nähe eingeschlagen. Wassereinbruch im Maschinenraum. Das Leck kann abgedichtet werden. Loch in der Bordwand. Der Kampf geht weiter. Eine feindliche Maschine fällt dem Abwehrfeuer zum Opfer. Nach dem Gefecht werden noch verwertbare Flugzeugbestandteile geborgen. Ohne Verluste setzt das Geleit seinen Weg fort.